Und ein Moinsen zum Vorbericht zu unserem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Wir kennen es immer wieder, wenn ich gute Gäste am Start habe, gibt es zwei aus von meiner Sparte, eine allein und eine mit dem Gast. Heute der gute Nico da, ist auch schon bekannt bei euch, hatten wir auch schon vorm Hinspiel dabei, den guten Mann. Wer sich da interessiert für vor allem den SV Werder Bremen, gerne da abchecken. Und du darfst dich natürlich auch gerne nochmal selber ein bisschen bekannt machen. Ja, erstmal schön, dass das geklappt hat und ich freue mich hier zu sein. Heute reden wir ein bisschen über Bremen-Stuttgart. Ich habe auf jeden Fall Bock. Hier Teil 2 auf deinem Kanal und let's go. Genau, den ersten Teil gibt es bei ihm. Da haben wir uns noch ein bisschen spezifischer über Spiel und über unsere Clubs geredet. Heute natürlich, klar, auch über unsere Clubs, aber noch ein bisschen mehr in Richtung, wie ist denn die Saison verlaufen und wie können sie denn so enden? Wir haben noch so grob 8, 9 Spiele, das heißt, wir sind wirklich schon Richtung Saisonendsport. Dann gleich mal die Frage, wie bist denn du bisher zufrieden mit der Saison von deinem Club, nachdem ihr aus einer Saison kamt, wo ihr euch über die Relegation gerade noch so gerettet habt? Und jetzt mittlerweile steht ihr auf Platz 12, 30 Punkte aus 26 Spielen. Wie nimmt man das da so mit in Bremen? Ich glaube, dass da so, also allgemein aus Bremer Fansicht ist das Ganze sehr gespalten. Die einen sind halt immer so, dass man sagt, ja, da wäre doch das ein oder andere mehr drinne gewesen, dann wäre man vielleicht noch ein Stück woanders oder würde man noch ein Stück woanders stehen. Mhm. Ich bin eigentlich ja von vornherein, das habe ich auch in der Hinrunde schon gesagt, in die Saison gegangen, mit der Einstellung, so viele Punkte wie möglich zu holen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, dann schauen, was geht. Ne? Ja. Und insofern bin ich sehr zufrieden eigentlich. Man muss dazu aber auch sagen, die Zufriedenheit kommt natürlich schon auch irgendwo dadurch, dass andere Vereine gut gepatzt haben. Ja, klar. Also es ist, gab ja auch schon Situationen in der Saison, wo man gesagt hat, oh, wenn jetzt der und der doch nochmal gewinnt und weiß ich nicht, dann wird es vielleicht nochmal kritischer. Ja, und ausgerechnet dann haben eigentlich die Mannschaften gepatzt und wir haben halt das Nachholspiel gegen Bielefeld gewonnen. Das war sehr, sehr wichtig. Ja. Trotzdem würde ich noch nicht sagen, dass wir durch sind oder so. Ich würde schon sagen, dass wir da jetzt vor allen Dingen auch noch ein straffes Programm haben. Wir haben im April 7 Spiele. Mhm. Das ist halt, weil wir 2 DFB-Pokalspiele haben. Ja. Das eine wurde jetzt vorverlegt und das andere wurde ja dahin verlegt, Regensburg. Also ja, April wird extrem hart werden für uns. Und da kommt natürlich jetzt auch noch direkt Stuttgart zum Beginn. Ne? Ja. Ja, wir hatten ja genau den Zeitpunkt vor unserem Hinspiel, wo wir beide, glaube ich, waren wir punktgleich. Ich meine schon, wir hatten quasi genau den gleichen Saisonverlauf. Dann hieß es schon, ja, wer das gewinnt, geht in die Richtung, vielleicht dahin. Jetzt trennen uns aktuell 6 Punkte. Wenn man das Torverhältnis mit reinnimmt, ja, kann man glücklich gesagt 7 Punkte sagen. Aber ich würde auch sagen, in Sachen Abstiegskampf, wenn du mal runterguckst, ihr seid 7 Punkte auf Köln, ihr seid 8 Punkte auf Bielefeld, auf 16, 17. Habt ihr denn noch 3, 4 Clubs, gegen die ihr da ganz unten müsst? Wenn ich mal eure nächsten Gegner anschaue, da ist da noch Mainz dabei, da ist doch Augsburg dabei, aber drumherum habt ihr ein ähnliches Programm wie wir. Ich sehe da Leipzig, ich sehe Dortmund, ich sehe Union, ich sehe Gladbach, Leverkusen, das wird dann schon happig. Oder wie ist da die Gemütslage auch bei euch Bremer Fans? Ist da wirklich noch ein bisschen Angst da oder sagt man, ach komm, guck dir wieder unten kicken, da passiert gar nichts mehr? Also ich bin auch da so ein bisschen zweierlei. Ich glaube tatsächlich schon, dass auch unten noch gut gepatzt wird. Mhm. Will mich aber darauf gar nicht ausruhen. Also ich glaube deswegen, ich habe ja auch schon auf meinem Kanal gesagt, ich hoffe so ein bisschen und glaube auch daran, dass man gegen Stuttgart vielleicht einen Punkt holt. Ja. Dann kommt das DFB-Pokalspiel gegen Regensburg. Da kann man ein bisschen Selbstbewusstsein tanken und das Selbstbewusstsein eventuell mitnehmen gegen Leipzig. Auch wenn das von all den Spielen, glaube ich, das Schwierigste wird. Dann Dortmund, wobei man sagen muss, in Dortmund, gegen Dortmund sahen wir zuletzt eigentlich nie schlecht aus. Mhm. Das macht dann so ein bisschen Hoffnung, auch wenn es natürlich trotzdem eine schwere Aufgabe wird. Dann Mainz, da musst du gewinnen im Prinzip, je nach Tabellensituation. Da hast du, das ist ein Punkt, also da musst du einfach auf 3 Punkte gehen, ganz klar. Ja. Union muss man mal schauen, wie die bis dahin so in Form sind. Die haben jetzt auch zuletzt so ein bisschen geschwankt, auch teilweise. Also wenn man das mit der Hinrunde vergleicht, da waren die ja wirklich so die Mannschaft der Stunde. Dann Leverkusen zu Hause, das ist auch ganz schwierig einzuschätzen, weil Leverkusen so, ich finde, seit die eine Hinrunde gegen Bayern verloren haben, wo die ja zwischenzeitlich noch Erster waren, haben die so abgebaut und sind so schwankend jetzt auch mit neuem Trainerwechsel. Deswegen, jetzt ist die Frage, wie es unser Ex-Trainer bei denen macht für die 8, 9 Spiele, die er da ist. Der geht danach wieder direkt zurück zum DFB, der gute Wolf. Der Wolf, ne? Ja, genau. Ja. Und dann Augsburg, wie du gerade auch schon, also Augsburg müssen wir wieder und dann gegen Gladbach, ich mein letztes Saisonspiel,
muss man halt mal schauen, für wen das dann da wichtig noch ist in der Tabelle, ne? Ja. Schwierig dann zu sagen, ja. Ja. Ja, bevor ich dann gleich auch mal kurz unseren Terminkalender quasi durchgehe. Klar, noch ein paar Spiele zu spielen, aber was würdest du tendenziell sagen, letzten drei Plätze? Also gut, Schalke ist vermutlich schon durch, da warten wir nur drauf, bis es rechnerisch soweit ist. Aber wer würdest du sagen, geht als 17. auch direkt runter und wer muss in die Relegation? So eine kleine Prognose. Ich glaube, Arminia Bielefeld geht direkt runter als 17. Also das bleibt. Und bei 16, da bin ich immer sehr am Schwanken. Ich glaube wirklich, dass dieser Dreikampf Hertha Mainz Köln sich eventuell sogar wirklich bis zum Schluss zieht. Rein von der Qualität, der Kaderqualität her, glaube ich am Ja. wenigsten, dass Hertha damit reinkommt, ne? Ja. Aber auch da so schwankende Leistungen über die Saison Ja, hinweg. Und das. Mainz, muss man sagen, hat sich eigentlich gut zurückgekämpft, ne? Also Mainz war ja schon ganz, ganz weit auch unten mit drinne. Lange da nur ein paar Pünktchen mehr als Schalke gehabt. Und die haben sich dafür stark wieder reingekämpft, Ja. ne? Mainz bin ich auch sehr, sehr überrascht. Also bei denen sehe ich gerade die Ja. größte Chance. Ich weiß es von den ganzen Clubs da unten nicht genau das Restprogramm, aber Mainz sehe ich da auch die größte Chance. Berlin müsste normalerweise mit dem Kader auch gewuppt bekommen. Jetzt ist ja auch Leverkusen geschlagen gehabt. Das wäre Ja. noch krasser wie der Kader, mit dem wir damals abgestiegen sind. Das wäre verrückt. Ich würde es tatsächlich Ja, quasi genau tauschen. Also ich sehe es tatsächlich so, dass ich sage, Köln geht direkt runter und Bielefeld spielt Relegation. Einfach weil Köln so einen dermaßen Abwärtstrend hat und ich irgendwie das Gefühl habe, dass Bielefeld, die jetzt außer euer Spiel gegen euch Bremer zum Beispiel, aber die wichtigen Spiele holen, die im Normalfall auch auf Schalke 1-0 irgendwie gewonnen, ne? Die 3 Punkte mitgenommen oder die 6 Punkte dann quasi im 6-Punkte-Spiel. Und das sehe ich bei Köln nicht. Die spielen für mich auch die gesamte Saison nicht so wirklich Fußball, wenn man jetzt mal ganz böse ausdrückt. Ja. Deswegen, ich sehe tatsächlich die Überraschung, oder gut, vor ein paar Spieltagen wäre es eine Überraschung gewesen, die Kölner waren ja zeitlang auf 13, 14 oder so. Dass die Kölner tatsächlich als 17er direkt runtergehen und Bielefeld sich in Relegation rettet. Aber da geht es, glaube ich, wirklich um jeden Punkt dann da unten. Gerade auch einen Punkt, den sie trennen, das wird am Ende extrem eng. Auf jeden Fall, das sowieso. Also die Punkte, jeder Punkt ist Gold wert da unten. Bei Köln muss man dazu sagen, gegen Dortmund jetzt zuletzt sahen die ja gar nicht so schlecht Ja. aus. Aber tendenziell bin ich dabei hier. Das ist einfach auch, ich habe ja in der Hinrunde, wo wir gegen Köln gespielt haben, jetzt Rückrunde war was anderes, aber also Rückrunde hat, muss man sagen, hat Köln gut gespielt gegen Bremen. Außer dass sie halt offensiv zu wenig gemacht haben. Aber in der Hinrunde haben die ja den größten Anti-Fußball gespielt, den ich je Ja, gesehen habe. ja, ja. Das war ja, Wir und hatten, also. deswegen, ja. Und ich hab ja viele Freunde, die Köln-Fans sind. Deswegen Ja, kriege ich ja ja, viele ja. Kölner Spieler auch so komplett mit. Und die nervt das auch alle. Die sagen auch, man hat da eigentlich einfach nur Bock, mal wieder Fußball zu spielen und muss sich dann immer sowas reinziehen, ne? Ja, klar. Ja. Ja, auch das Naja. öffentliche Kokettieren damit, von wegen irgendwie das Held erzählt, ja, man hat schon geplant, dass man vielleicht einen Gisdol rauswirft, ne, muss realistisch mit den Leuten Ja. umgehen. Das ist alles extrem schwierig. Rein fußballerisch, wir hatten ein 1:1 gegen Köln im Hinspiel, was nicht besonders anzugucken war, und dann das 0:1, was wir in Köln irgendwie gewonnen haben. Das war mit Abstand mit einer der schlechtesten ersten Bundesliga-Halbzeiten, die ich seit Jahren gesehen habe. Da ist nichts passiert. Es war nicht auszuhalten, dieses Fußballspiel anzugucken. Also, mal gespannt, was da unten abgeht. Wir können uns ja als VfB-Fans so ein bisschen glücklich schätzen, dass wir vermutlich da unten nichts damit zu tun haben. Ich hatte es jetzt zum Beispiel erst am Freitag, vorgestern, im Podcast, dass diese 40-Punkte-Regel auch in den letzten 10 Jahren nicht wirklich angeschlagen hat. Da hat man maximal 37 gebraucht. Wir stehen auf 36 Punkten, um eben 15. zu Ja. sein. Wir sollten damit durch sein. Programm für uns. Ihr Werderer kommt am Sonntag wieder. Wieder Sonntag 15:30 Uhr. Hatten wir schon in der Hinrunde den Ja. Spaß. Auch eine Anstoßzeit, wo man normalerweise sagen würde, genauso wie Sonntag 18 Uhr, dass man sich die sparen kann. So, das sind Ja. meistens die unattraktivsten Spiele. Wir hoffen mal, es stimmt so nicht. Dann haben wir die Dortmunder im Topspiel 18:30 Uhr. Dann kommt Union, Wolfsburg, Leipzig, Augsburg wieder okay, Gladbach muss man gucken, wie sich entwickelt. Und am letzten Spieltag tatsächlich Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Mal gucken, ob wir unseren Mitaufsteigern da am Ende nochmal irgendwie tatsächlich wehtun könnten in Sachen Abstieg oder Nichtabstieg. Aber das Programm ist recht hart. Und auch im Vergleich zu Union und so weiter oder Freiburg zum Beispiel, auch die da oben eben quasi darum diesen 7. Platz kämpfen, wenn man es bei uns noch so benennen kann, haben wir mit das schwerste Restprogramm, würde ich fast sagen. Wie würdest du denn so neutral drauf gucken? Meinst du gerade von Startposition 9 aus quasi, wir können uns diesen 7. Platz noch irgendwie holen? Ich sag mal so, ihr habt ja eigentlich fast dasselbe Programm wie wir, nur dass ihr halt anstatt Leipzig habt ihr ja sogar Ja, auch, dass ihr dann Wolfsburg noch habt. Wolfsburg hatten wir ja gerade. genau. Aber sonst,
Ich glaube, ja, Leverkusen halt, ne? Wir haben Leverkusen, wir haben Wolfsburg. Also Ja. es ist natürlich wirklich auch, da sind schwierige Spiele dabei, aber man muss da auch immer sagen, wenn am letzten Spieltag da nach oben hin noch was möglich ist bei Stuttgart und Bielefeld vielleicht muss wegen abstiegsmäßig, dann wird das, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Spiel, Ja. obwohl es eben eigentlich nur, ne, dann gegen Bielefeld ist. Aber das über die Umstände könnte es richtig, richtig geil werden. Ja. Und ich sage halt auch für euch ähnlich wie bei uns, da gilt es halt so bei so bestimmten Spielen zu punkten. Gegen Union musst du eigentlich dann Ja. punkten, gegen Augsburg musst du punkten. Und dann gucken, dass man vielleicht gegen Dortmund oder Gladbach da noch irgendwie, ja, irgendwie was rausholt, ne? Weil Leipzig, glaube ich, wirklich ist Ja, momentan das ist einfach nicht ganz, machbar. ganz eklig. Ja, und Wolfsburg finde ich halt auch, die machen irgendwie, das ist mit einer der besten Saisons, die ich von Wolfsburg je Ja, gesehen habe. Wolfsburg ist auch extrem eklig. Da haben wir vielleicht das Glück, dass wir zu Hause spielen. Wir haben dieses Auswärtsspiel in Wolfsburg schon Ja. hinter uns. Zu Hause sieht das normalerweise ein bisschen besser aus. Aber vor allem Leipzig wird extrem, extrem hart. Ist jetzt wieder die große Frage. Ich will das fast gar nicht aufmachen, ob man das jetzt haben will in der ersten Saison nach dem Aufstieg direkt und Hilfe. Guck dir die Köln-Saison an. Wir steigen nächste Saison mit 3 Punkten ab oder so. Das ist immer so, dass das Abwägen, will man das nicht. Habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir es, ach, ich weiß nicht. Vom Gefühl her wird das extrem eng. Das kommt auch wieder auf jeden Punkt an, dann, was da oben Union macht, was Freiburg vielleicht macht. Wir hatten ja fast die Sorge, dass wir am letzten Spieltag dieses Spiel gegen Bielefeld in Sachen Abstiegskampf haben. Ne? Wenn du als Aufsteiger kommst, dass du das wirklich mit deinem Mitaufsteiger Abstiegskampf hast. Also am schönsten wäre wirklich, wenn einfach für beide Doofsack um nichts mehr geht. Ne? Fröhliches Handgeben, Bielefeld bleibt drin, wir bleiben drin und fertig. Das wäre fast das Schönste am letzten Spieltag. Bin ich mal gespannt, ob wir da was holen können. Sonst muss man mit der Saison einfach nur extrem zufrieden sein, egal ob es jetzt am Ende 7 wird, ob es 9 wird, ob es 11 wird. Also so eine entspannte Saison hatten wir schon lange nicht mehr. Wir hatten ja gerade schon Leipzig. Das müsste ja euer nächster Pokalgegner sein, solltet ihr euch gegen Regensburg durchsetzen können, oder? Ja, ich auch im April wäre das. Also Auch wir wieder würden zweimal im Leipzig. April gegen Leipzig spielen. Weil das ist ja euer Weg, wo wir beim Thema Europa sind, euer Weg quasi nach Europa. Weil ihr seid jetzt natürlich schon auf Union 8 Punkte weg, aus der Liga raus wird das ein bisschen eng. Aber rein aus dem Pokal aus ist die größte Chance da. Aber das ist halt das Thema. Ich denke, Regensburg werdet ihr schon packen. Das ist immer noch ein Zweitligist. Aber dann kommt halt Leipzig, ne? Wie hoch siehst du die Chancen, dass ihr wirklich den Pokal holen könnt? Ich sag ja so, ich finde, also guck mal, Stuttgart, Regensburg, Leipzig, Dortmund, Mainz, Union Berlin und dann nochmal Leipzig. 7 Spiele im April, ne? Ja. Ist extrem hart. Vor allem, wenn man überlegt, dass von den 7 2 DFB-Pokalspiele sind, voraussichtlich, ne, wenn man gegen Regensburg gewinnt. Ich glaube auch, dass wir das gegen Regensburg packen, auch wenn im Pokal immer alles möglich ist. Man darf Ja, keinen Gegner unterschätzen, das ist klar. ja klar, Sieg, Kiel Aber. und so weiter, ne? Genau, aber ich glaube schon, dass wir das packen werden. Das ist auch das Spiel ist schon finanziell dann wichtig. Ja. Und dann ist es halt so dieses, es ist halt Halbfinalcharakter, ne? Du spielst zwar gegen Leipzig und ja, die sind mit Abstand auch ein ganz klarer Favorit, aber es ist halt dann auch nur dieses eine Spiel noch, dann bist du im Endspiel, Ja. ne? Und wenn du so nah dran bist, glaube ich schon, dass da viel möglich ist, also von der Mentalität her, von der Leidenschaft her, ne? Dass man sich da reinhaut. Und wenn man das schaffen sollte in Leipzig und ins Finale kommt, dann wäre natürlich, wäre Dann der ist eine sowieso Kracher, alles ne? drin. Dann kommt Dann ist ja vermutlich richtig. Dortmund, aber dann ist ja wirklich wieder alles drin. Aber Dann es ist halt nur ein Spiel, dieses eine Spiel, weißt du? eben. So würde ich es auch sehen bei euch, weil. In der Liga sehe ich euch auch für recht sicher. Nachdem das da alles unten abgeht, werdet ihr auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr irgendwie auf 16, 17 runterrutschen. Das heißt, du kannst wirklich in der Phase den kompletten Fokus auf das Spiel gegen Leipzig haben. Hast ja wahrscheinlich dann auch recht zeitnah die beiden Leipzig-Spiele aufeinander. Und da kannst du, glaube ich, wirklich nochmal wirklich alles rein in dieses Halbfinale und gucken, was halt möglich ist, ne? Ich gucke gerade, ich glaube, ja, wir spielen gegen Leipzig am 10.04. und dann, ich glaube, das war jetzt angesetzt auf dem 29. oder so, oder Ja, 28. ja. Also es sind 2, 2,5 Wochen da, die Leipzig-Spiele praktisch trennen. Also wo du das erste Ja, Mal gegen ja. Leipzig spielst und dann wieder gegen Leipzig. Das ist halt, es ist auch allgemein sau unangenehm, weißt du, dann spielst du ja Anfang April eigentlich gegen Leipzig und dann Ende April nochmal gegen Leipzig. Da hast du eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Ja, wir hatten es genau das gleiche mit Gladbach. Wir hatten genau das gleiche mit Gladbach im Pokal. Ja, das ist sowas, ich finde das aber auch jetzt hier, ich habe jetzt hier beide Restprogramme von uns offen, also Ja. sowohl von Bremen als auch von Stuttgart. Ich finde halt auch einfach, bei uns ist zum Beispiel dieser Weg
Wir müssen diese paar Punkte holen, um im gesicherten Mittelfeld zu landen und dann die Saison ausklingen lassen auf gut Deutsch, ne? Weil wir haben ja keine Transfers getätigt. Also wir haben im Sommer ja nichts gemacht, außer abgegeben. Haben wir nichts gemacht, außer unsere zurückgekommenen Spieler, die halt ausgeliehen waren oder sonst was, mit integriert. Und geholt haben wir sowohl im Sommer nichts als auch im Winter nichts. Also wir haben es 0,0% verstärkt. Eher noch Leute abgegeben. Und dafür sage ich immer noch, bin ich da vollends dann zufrieden, wenn man da im gesicherten Mittelfeld landet, Ja, ne? eben wenn du aus der Relegationssaison kommst. Also das Richtig. ist stark. Ja. Und deswegen, also bei so, also tabellenmäßig denke ich auch gar nicht so an Euro oder sonst was. Das ist für mich, ist das viel wichtiger, drinnen zu bleiben. Und bei euch, bei Stuttgart sehe ich halt auch, klar, die Chance ist auf jeden Fall da, ne? Gerade je nachdem, wie die anderen dann auch noch spielen, das kommt ja immer noch so mit dabei. Da brauchst du halt auch immer so ein bisschen ja, das Glück einfach in dem Moment. Aber, so wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Frage ist halt, will man das dann auch? Man hat es Eben. bei Köln gesehen. Gut, Köln hatte einen Nachteil, den ihr dann, was man halt anders machen könnte, ist natürlich, wenn man in der Euroleague nächstes Jahr spielen würde und die praktisch spielt, aber nicht als vordersten Fokus, sondern halt diesen finanziellen Aspekt mitnimmt, ne? Und da vielleicht auch mal so ein paar jüngere Leute ranlässt, ne? Ich meine, die können ja auch einschlagen und dann hast du wahrscheinlich ein Abge, also weißt du, da guckt, ich meine, international bewiesen, da steigt der Marktwert da mal ganz schnell, ne? Klar, eben. Wäre auch ein Argument, dass du Genau. eben diese Jungs vielleicht ein bisschen länger halten kannst, ob es dann die Conference League wäre, ob es die Euro League wäre. Muss man gucken, Richtig. das wird eben ein sehr, sehr interessanter Sommer. Aber dann machen wir auch hier zum Abschluss eben, wir haben quasi die Argumente auf deinem Kanal gesammelt, wir machen hier quasi nur die Prognose kurz. Was ist dein Ergebnistipp für unser Spiel? Ja, ich bleibe bei dem 1:1 gegen Stuttgart. Ich glaube einfach, dass das momentan irgendwie sehr gut passen würde. Sehr, finde das auch sehr realistisch eigentlich. Ja, und bin da eigentlich guter Dinge. Oder was heißt guter Dinge? Ich hoffe, dass es kein zu zähes Spiel wird. Aber halt am Ende 1:1 und ja, man gibt sich die Hand und gut ist so praktisch. Die Hand geben mit 1-1, weiß ich nicht, ob ich das als VfB-Fan möchte nach so einem 4-0 in München. Da müsste wir dann ein Erfolgserlebnis haben und diese Hoffnung so ein bisschen, das Kitzeln so ein bisschen beibehalten in Richtung Conference League, in Richtung Europa League. Wird dann immer die große Frage, wie ersetzt du eben unsere Verletzten, wie ersetzt du einen Silas, wie kommt die Mannschaft aus so einem Spiel wieder raus, aus so einem Schlag wie in München. Aber auch statistisch gesehen, es wird vor allem beim anderen Vorbericht natürlich noch näher erläutert, wie wir gegen Bremen so gespielt haben in letzter Zeit zu Hause vor allem, sind wir recht gut dabei gegen die Bremer. Deswegen tippe ich da auf, ähnlich wie im Hinspiel, zähes Spiel, aber wir wuppen das Ding irgendwie mit 2:1, haben ja so einen leichten Aufwärtstrend auch in unseren Heimspielen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe zu danken. Danke, danke. Und dann, wie gesagt, check gerne den ersten Teil beim Nico ab. Eben auch schon abgedreht, das Ding auch sehr interessant geworden. Und dann freuen wir uns alle auf das Spiel nach der Länderspielpause umso mehr. Auf Bundesliga wieder zurück, auch wenn es Sonntag 15:30 ist, sei es drum. Schön an einem Osterwochenende quasi. Und dann macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.